Das ist der Expertentipp von Verivox. Sony stellt auf der IFA hier in Berlin zwei Neuheiten vor, nämlich das Xperia XZ1 und das XZ1 Kompakt. Ich habe hier drei Farben mal ergattern können. Das Pinke leider jetzt momentan nicht, aber ihr könnt es euch ja ungefähr vorstellen. Beim großen Modell sind es in etwa dieselben Varianten, ein bisschen anderes Blau vielleicht oder so, aber im Großen und Ganzen könnt ihr, glaube ich, eure Fantasie ein bisschen walten lassen. Wir fangen mit dem Großen an. Weitgehend, wie ihr das kennt von Sony, sind die Xperia Kompaktmodelle halt identisch. Das heißt beispielsweise, beide haben den Qualcomm Snapdragon 835 unter der Haube und jetzt bitte Trommelwirbel mal, beide kommen auch gleich mit Android 8. Oh, und zwar schon im September. Also da hat sich Sony richtig Mühe gegeben. Aber zu Android 8 erzählen wir natürlich in einem Eigenvideo was nochmal dazu. Jetzt soll es ja erstmal um die Hardware gehen. Ja, Aluminium Unibody, zumindest also hier einmal komplett um die Kanten rum. Nur Oberkante und Unterkante sind einzelne Bauteile, allerdings auch aus Metall. Und mit der kleinen Besonderheit, man musste allerdings sehr genau hinschauen, hier in den Kanten im Rahmen, da sind eingebaut hier die Antennenstreifen. Also nicht, wie man das sonst kennt, irgendwie auf dem Rücken, bis auf hier NFC, okay. Aber das finde ich ja mal ein richtig schickes Designelement hier. Der Rest ist natürlich so, wie man es von Sony erkennt. Hier Fingerabdrucksensor, Hardware-Taste für den Kamerastart. Und Kamera ist natürlich wie immer eine Besonderheit bei Sony, weil also wir kennen ja alle mittlerweile, glaube ich, vom Premium-Modell her schon diesen 960 Frames pro Sekunde super Slow-Motion-Modus. Aber was jetzt auch noch neu hinzugekommen ist, ist erstens der prädiktive Autofokus. Der ist jetzt ausgebaut worden. Lächelerkennung, da gibt es noch jede Menge Details zu entdecken. Aber was ich euch unbedingt mal zeigen wollte, ist dieser 3D Creator. Das heißt, damit könnt ihr, ich habe jetzt mal was vorgestanztes hier genommen, also könnt ihr selbst quasi wie bei einem Panoramamodus einmal rundrum um den Kopf oder auch einen Gegenstand oder auch Essen, könnt ihr mir vorstellen. Einige lieben ja sowas. Und hinterher habe ich halt ein 3D-Modell eingescannt. Man kann auch reinzoomen, rauszoomen und damit natürlich alles Mögliche machen. Kleine Animated GIFs beispielsweise erstellen oder das natürlich auch sharen, allen möglichen Kram mitmachen. Beispielsweise kann man das Ganze auch, der Kollege von Sony hat sich immer bereit erklärt, das schon mal im Vorwege auszuprobieren, solche kleinen 3D-Köpfe hier erstellen lassen. Da gibt es dann auch gleich aus der App heraus, kann man hier, ihr seht es hier drüben, 3D-Druck. Ja, hängt natürlich immer so ein bisschen davon ab, wie detailliert man das dann haben will und Farbe und Schwarz-Weiß, aber so 20, 25 Euro sowas um den Dreh. Da kann man alles Mögliche mit anstellen. Ich finde das ja klasse, ehrlich gesagt. Ist natürlich eine Spielerei, ja, aber wir alle kennen ja das mit diesen AR-Effekten zum Beispiel. Ist auch eine Spielerei, wird aber immer wieder gerne genommen. Von daher, da hat sich dann Sony wieder was überlegt. Ja, zum Eingemachten sozusagen. 19 Megapixel Fotos, wie gesagt, auf beiden. Es ist allerdings kein optischer Bildstabilisator vorhanden. Das kennen wir ja leider auch schon von Sony. Und der elektronische Bildstabilisator gilt auch nur für Videos, nicht für Fotos. Warum man da jetzt immer noch nicht so weit ist, konnte ich jetzt leider nicht so wirklich rauskriegen. Da müssen wir vielleicht noch ein bisschen abwarten bis zum nächsten Premium-Modell oder so. Hier jetzt beim XZ1, ist ja quasi der Nachfolger vom XZS, jetzt erstmal noch nicht. Dafür aber 4K-Videos, diese ganzen Motion-Eye-Kamera-Features, die wir ja alle kennen. Und auch das kennen wir hier schon mit diesem externen Farbsensor, der halt vor allen Dingen auch gerade, wenn so viel ultraviolettes Licht draußen, kennt ihr dann alles, dann hat man ja gerne mal Falschfarben. Das bringt hier wirklich enorm was, das haben wir ja alles schon ausgetestet. Dann zum Display, ja. Ist 5,2 Zoll, HDR, IPS, 1080x1920 Pixel und soll laut Sony bis zu 700 Nit, Candela pro Quadratmeter ist das, bringen, das wäre richtig. Also damit kann man ja schon fast ein Filmstudio ausleuchten. Also das wäre ordentlich. Beim Kleinen sollen 600 Nit übrigens sein und das wäre dann auch schon der erste entscheidende Unterschied. Klar, es ist natürlich kompakter, wie der Name schon sagt, dafür ein bisschen dicker, 9,3 mm statt 7,4. Naja, mein Gott, aber es hat halt 4,6 Zoll hier von der Display-Diagonale und eine Auflösung von 720x1280. Reicht ja aber auch dann völlig aus, wenn man sich beispielsweise hier mal den App-Launcher dann so anschaut. Ich habe das nur ein bisschen so, möglichst blendfrei, bitteschön, und auch möglichst ohne irgendwelche Zwischenwürfe von Android. So, glaube ich, müsste das einigermaßen gehen, wenn ihr das da mal vergleicht. Also da kann man wirklich nicht meckern, das ist absolut okay. Und dafür ist es halt sensationell kompakt und man darf nicht vergessen, Sony
Xiaomi ist halt wirklich der einzige, der beispielsweise ein Snapdragon 835 in so ein kleines Gerät packt. Und mir persönlich reichen die Dinger völlig eigentlich aus. Ich will halt nicht immer so eine Bratpfanne da irgendwie in der Tasche haben. Dann müssen wir natürlich auch noch ein bisschen was erzählen zum Speicher. Klar, erweiterbar, kennen wir. Es ist IP65/68, also geschützt, staubdicht, wasserdicht, was nicht alles. Trotzdem Speicher erweiterbar. 64 GB sind es hier beim Großen, 32 GB beim Kleinen. Und alle, die den Snapdragon 835 schon kennen, wissen dadurch natürlich auch, ich habe erstens im Download bis zu 1 Gigabit, sofern das Netz spielt. Beim Kleinen sind es 800, musste man wohl ein bisschen reduzieren wegen Wärmeentwicklung, was weiß ich, keine Ahnung. Das ist der einzige kleine Unterschied, was das hier noch betrifft. Und vor allen Dingen muss man natürlich dann auch noch hier unten mal einen Blick dahin werfen. USB-C, hier ist es 3.1, also der schnelle Standard. Hier ist es 2.0, der jetzt noch, sag ich mal, übliche. Etwas langsamer, aber kann man, glaube ich, auch gut mitleben. Und natürlich, was auch noch zu erwähnen ist, war ja auch schon beim Vorgänger so, hier natürlich auch der Ein-Aus-Standby-Taster mit dem Fingerabdrucksensor darunter. Das ist auch beim Kompaktmodell vorhanden. Ja, dann gibt es natürlich auch noch ein bisschen was zu sagen zum Gewicht, 155 Gramm, also ich finde das richtig, 155, nicht so schnell hier bitte. Das ist relativ leicht für so ein großes Brett, hier drüben 140 Gramm, das ist eher sowas, ja, man hat was in der Hand, sehr solide und kompakt. Hier dann allerdings kein Aluminium Unibody, also das ist schon hier Unibody, aber es ist ein sehr angeblich laut Sony soliderer Kunststoff als noch bei den Vorgängern. Hier ist Metall nur die Ober- und Unterkante. Und bei der Linie hat natürlich auch 3,5 mm Klinkenbuchse. Es sei ja nochmal gesagt, ist ja keine Selbstverständlichkeit mehr heutzutage. Dann noch ein kleiner Unterschied hier in puncto Kamera. Hier haben wir auf der Front Selfies mit 8 Megapixel. Da gibt es übrigens einen Weitwinkelmodus, aber das ist jetzt ja keine Dualkamera vorne. Das heißt, das wird softwaretechnisch realisiert. Das ist die Besonderheit hier beim Kompakt. Und beim Großen sind es 13 Megapixel vorne. Und Sony benutzt jetzt auch das Display als Blitz. Das sind meistens ja nur so 2, 3, 4 Lux. Aber sagen wir mal, besser 4 Lux als nix. So, dann ein weiterer erwähnenswert ist, würde ich auch noch sagen, Stereo-Lautsprecher. Die sollen übrigens laut Sony auch deutlich mehr Power bringen, 40% mehr als bei den Vorgängern. Die waren ja wirklich immer so ein kleines bisschen leise, war okay, aber mehr kann da nicht schaden. Ihr wisst das alle, Handy in der Tasche, da ist ein bisschen mehr PS schon gar nicht schlecht. Das gilt übrigens auch wieder fürs Kleine. Wie gesagt, die sind tatsächlich weitgehend identisch, bis auf einige wenige Unterschiede. Und dazu gehört natürlich auch der Preis, 5,99, 6,99. Wie gesagt, beide sollen jetzt im September auch schon kommen, also relativ früh. Und ich wiederhole mich da sehr gerne mit Android O, dem neuen Android 8. Dann ganz kurz als allerletztes noch was zum Thema Akku. Beiden Beinen natürlich fest verbaut, kennen wir ja heutzutage. 2700 mAh. Und zwar auch beim Kleinen. Das finde ich natürlich jetzt spannend. Da bin ich dann mal gespannt schon auf die Standby-Zeit, weil 2700 beim kleinen Display, da könnte ich, also da macht man sich Hoffnung sozusagen. Aber das sehen wir dann alles im finalen Test. Dauert natürlich jetzt noch ein kleines bisschen. Erstmal müssen die Geräte in der finalen Version vorliegen. Das dauert dann, ihr kennt das, aber so schnell wie möglich. Das soll es auch schon gewesen sein als erster Eindruck hier vom IFA-Stand von Sony mit dem Xperia XZ1 und XZ1 Kompakt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Seid doch bitte abschließend noch so lieb, dieses Video zu bewerten. Vielleicht lasst ihr ja auch ein Abo da und eure Meinung in den Kommentaren. Dafür bereits im Voraus ganz herzlichen Dank. Macht's gut, bis bald. Ciao. Das war der Expertentipp von Verivox. Spart jetzt bei Strom, DSL und vielen anderen Möglichkeiten.